Also, unser Projekt ist das Lichtfelddisplay. Und ich fange jetzt erstmal mit einer kurzen Einführung an. Mit einem Lichtfelddisplay kann man praktisch als 3D-Bildschirm vor den Laptop hängen und somit ein 3D-Bild erzeugen, also eine optische Täuschung. Wie kamen wir auf die Idee? Die Grundidee kam von Jaro, der sitzt hier auch im Publikum. Und aus Eigeninteresse haben wir die Idee halt weiter ausgearbeitet. Jetzt erklärt euch Birk, wie das funktioniert. Ja, hier sehen wir die grobe Konzeptzeichnung eines Lichtfelddisplays. In der unteren Reihe sehen wir ein Display und darüber sehen wir Linsen. Man stelle sich nun eine Kamera vor. Wenn jetzt ein Pixel unter der Linse angeschaltet wird, jetzt zum Beispiel in Rot, und die Kamera an der Stelle steht, sieht sie ein rotes Bild auf diesem Pixel. Bewegt sich nun die Kamera an eine andere Stelle, sieht sie auf der gleichen Linse plötzlich eine andere Farbe, jetzt zum Beispiel grün. Das ist im Endeffekt das grobe Prinzip, dass man an anderen Stellen andere Farben und andere Bilder sieht. Wenn man sich jetzt nun anstatt von einer Kamera an verschiedenen Positionen zwei Augen vorstellt, die dann zum Beispiel rot und blau sehen, wird das Gehirn daraus ein Lila machen. Durch das Zusammensetzen dieser verschiedenen Bilder im Gehirn kann man zum Beispiel aus quasi einem linken Bild und einem rechten Bild, was angezeigt wird auf der gleichen Stelle, dann im Gehirn ein dreidimensionales Bild konstruieren. So ist es möglich, dem Gehirn die Illusion eines dreidimensionalen Bildes zu geben, mithilfe unseres Lichtfelddisplays. Jetzt werden wir euch zwei Beispielbilder, die wir erarbeitet haben, vorführen. Auf dem linken Bild seht ihr jetzt das blaue Logo von Jungtech. Wenn wir es jetzt aber ein bisschen schwenken, sehen wir, dass die Farbe sich von blau auf orange ändert. Daneben haben wir das Bild von einer Nine-Cat. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen verschieben, wird aus der Nine-Cat ein grünes Einhorn. Und das wird halt durch zwei unterschiedliche Perspektiven hervorgerufen. Ja, jetzt noch einmal kurz, wie wir die Idee umgesetzt haben. Dazu haben wir ganz viele Linsen hergestellt, um genau zu sein 300, und die zu diesem Mikrolinsen-Array zusammengesetzt. Dann haben wir mehrere unterschiedliche Demo-Bilder erstellt und zusammengesetzt, damit wir das gut demonstrieren können. Im Endeffekt kann man sagen, dass wir mit so einem Lichtfelddisplay das Bild aus allen Blickwinkeln betrachten kann. Und der Vorteil ist auch noch, dass mehrere Leute sehr gut auf das gleiche Lichtfelddisplay schauen kann im Vergleich zu herkömmlichen 3D-Bildschirmen. Und so hat man einen Vorteil gegenüber normalen 3D-Fernsehern. Im Endeffekt, wir wollen unser Lichtfelddisplay noch vergrößern, bessere und kleinere Linsen einbauen und im Endeffekt das Gerüst verbessern, um so ein vollständiges und gutes 3D-Bild zu erhalten. Vielen Dank.